Hallo, Sioni, willkommen zurück zu Let's Play Tales of Symphonia. Beim letzten Mal haben wir hier aufgehört, direkt vor dem Haus von Altessa umzusehen, ob Altessa weiß, wie man die Krankheit von Colette heilen kann. Und ja, hier sind die Steine runtergekommen, ne? Ganz schön fies sieht das aus, aber gut. Schauen wir mal nach. Mehr als ein Nein, ich habe keine Ahnung. Oder weniger als ein Nein, ich habe keine Ahnung, können wir auch nicht bekommen. Genau, die Welten sind immer noch verbunden. Hier gab es auch Erdbeben, ja. Aber das Erdbeben verursachte in dieser Gegend Erdrutsche und Steinschlag. Dabei wurde Mythos. Hä? Alles okay. Habt ihr die Felsbrocken draußen gesehen? Kürzlich gab es ein schweres Erdbeben und die Felsen stürzten auf mich herab. Mythos hat mich gerettet, sich aber dabei verletzt. Ja, nett von dir. Du hast uns außerdem schon einmal gerettet. Du bist echt ein netter Kerl. Ja? Ja. Yeah, hat uns geholfen, Rain zu finden, als sie verschwunden war. Du bist echt Knorke, Mythos. Ja, findest du nicht? Chronisches Angelus Crystallus Enofixium? Kristall wird in einem von 1 Million Fällen abgestoßen. Das Wissen um die Heilung soll allerdings vor langer Zeit verloren gegangen sein. Wenn du Aufzeichnungen über den alten Krieg finden würdest, könnten wir vielleicht... Aha, das schon wieder, ne? Es gibt Archiv in Cybeck, das die Geschichte von Mythos gewidmet ist. Aha. Na, dann gehen wir doch dahin. Du kommst mit? Genius freut sich, wenn Mythos mitkommt, ne? Hehe. Ja. Nun gut. Dann gehen wir doch gemeinsam. Bisschen schade, dass Mythos kein spielbarer Charakter ist. Wäre halt interessant zu wissen, wie der denn kämpfen würde, ne? Er meinte ja irgendwann mal, dass er Feuerbälle geschossen hat, ne? Auf diese Kuppel. Anscheinend ist er dann auch so ein Mage. Wäre wahrscheinlich ähnlich wie Genius, würde ich jetzt mal schätzen. Aber vielleicht mit einer Waffe wie Rain. Aber gut, auf nach Cybeck. Wahrscheinlich müssen wir uns auch wieder reinschmuggeln, ne? Oder hatten wir... Nee, wir müssen hier hin. Hier ist doch eine schöne große Bibliothek. Genau. Schaut mal alle in das große Buch hier. Hier werden Dokumente ausgestellt, die Mythos und seinen Gefährten gehörten. Seht euch das mal an, was schön. Einer von Mythos' Gefährten litt an einer Krankheit, die den Körper kristallisiert. Das klingt ziemlich ähnlich, ne? Oh ja, ein bisschen. Aber wie? Heißt, das Horn eines Einhorns hat das Mädchen gerettet. Gut, das haben wir ja schon. Stimmt, das Einhorn hat doch auch mal sowas gesagt, nicht wahr? Dann wissen wir, dass diese Krankheit Colette nicht... Dann wissen wir, dass diese Heilkünste Colette nicht helfen können. Ich frage mich, ob das Einhorn selbst erforderlich ist. Aha. Ja, ne? Wer ist Kratos wirklich? Ja, das klären wir vielleicht noch. Was macht ihr, wenn ihr ihm vertraut und es am Ende bereut? Ah, das wäre gut möglich, aber ich vertraue ihm soweit. Wieso bin ich stark? Er ist anders, seine Augen strahlen keine Feindseligkeit aus, wenn er mich ansieht. Aha. Ach, Mythos, das willst du nicht. Ach, halt die Klappe. Vielleicht, weil Lloyd auch gute Freunde hat und Mythos anscheinend nicht. Außer Genius. Königliche Familie ist im Besitz der meisten Dokumente, okay. Gut, dann weiter nach Metopia. Ah, der Patriarch, der kriegt halt nochmal aufs Maul. Okay, du kannst alleine zurück. Ja, mein Gott, das wird er doch hinbekommen. Wir wissen jetzt nicht, er ist jetzt kein rohes Ei, also mit einem Maria sollte er auch alleine in der Lage sein, zurückzugehen, ne? Ach, du nicht? Ja, anscheinend. Vielleicht weil er denselben Kampfstil hat wie Kratos, vertraut er ihm nicht, ich weiß es nicht. Aber gut. Nun denn. Gehen wir einfach rüber nach Mel Tokyo.
Ja, im Moment können wir ein bisschen mehr an der Main Story auf jeden Fall machen. Es gibt sowieso noch einige Sidequests, die ich machen möchte. Nicht alles, ich glaube, das habe ich schon mehrfach gesagt. Alle Sidequests mache ich in diesem Spiel nicht. Aber einige werden wir machen. Aber wie immer müssen wir, ja, links vorbei. Kennt er auch schon, ne? In 15 Jahren. Oh, das ist lustig. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, ne? Mensch, China. Freut es sich, dass Celeste doch ein paar gute Sachen hat, ne? Worüber wohl? Ich habe ihr versprochen, dass wir uns heute in 15 Jahren... Aha. Du perverse Sau. Quasi, wenn sie volljährig ist, dann kann sie wiederkommen, ja? Oh, du bist ja ein Schwein. Ne, das ist wirklich nicht cool. Ich kenne da... Also ich weiß, in Afrika herrschen andere Verhältnisse. Aber ein paar Freunde von mir... Dazu... Da erzähle ich andermal weiter. Wie lange bis der König tot ist? Mit dem Gift vielleicht noch einen Monat oder so. Aha, man hat mir gesagt, ich soll es so aussehen lassen, als ob er an einer Krankheit sterben würde. Sehr dreckig, das heißt, du bist daran schuld, ja? Mhm, das heißt, Vali arbeitet anscheinend mit dem Patriarchen und lässt den König sterben, ja? Ja eben, warum müssen wir alles analysieren? Klatschen wir die doch einfach. Kein Wumm? Das hat er jetzt erst erkannt? Pff, der will uns echt aufhalten. Na komm her, Boss-Time. Na, oder nicht? Wir haben ihn einfach so geklatscht. Och. Eben. Eben, dieses fette Schwein hat alles zusammengehalten, ne? Und die Experimente mit den Crucius-Kristallen gingen von Redai zu Vali und schließlich zum Patriarchen zurück. Vermutlich hat der Patriarch sie gebeten, den König im Austausch für seine Kooperation zu töten. Schnappen wir uns den Patriarchen, okay. Das klingt doch mal nach einem Plan. Sieht aus, als wäre er richtig happy gerade, ne? Ja, was hast du jetzt vor? Und auch für Alicia werde ich alles tun, was in meiner Macht steht, um Crucius zu eliminieren. Okay, aber jetzt nochmal zurück zu der Story, die ich eben sagen wollte. Ich meine, ich weiß, in Afrika herrschen andere Verhältnisse, aber ein paar Freunde von mir, sie ist inzwischen, wie alt ist sie inzwischen? Ich glaube 33. Und er ist aber 25 Jahre älter. Und es ist halt ein bisschen extrem, dass er sie schon kannte, als sie 4 Jahre alt war und damals gesagt hat, dass er sie heiraten will. Ne? Ich meine, sie sind heute glücklich und alles, aber... Das wirkt halt ein bisschen falsch, ne? Und deswegen, solche Sachen kann ich halt nicht sehen. Ich meine, ich habe nichts dagegen, ich mag sie beide, aber wenn ich sowas auf der Straße sehen würde und sie halt nicht kennen würde, wäre das für mich eher so eine Sache. Genauso ist das, wenn ich zum Beispiel ältere deutsche Männer mit jungen asiatischen oder jüngeren asiatischen Frauen sehe, da denke ich mir auch immer, dass da entweder Geld im Spiel ist, vielleicht die Familie kriegt zu Hause was und dafür darf der Typ halt die Frau pimpern oder so. Ich bin davon leider echt kein Fan, weil es halt oftmals dabei nicht wirklich um Liebe geht, ne? Ich meine, es ist was anderes, wenn beide jung sind oder beide alt sind, dann sage ich überhaupt nichts. Aber in so einem Fall, das mag ich wirklich nicht und das sieht man leider doch öfter mal. Vielleicht auch für deutsche Männer, die halt keine deutsche Frau bekommen können und sich dann denken, dann nehme ich mir lieber sowas und weiß nicht, sich eine Frau kaufen? Also jetzt klar, für eine Nacht ist schon ein bisschen, aber für den Rest seines Lebens auch. Und vor allem die Frauen, die dann damit auch konform gehen, ich denke mal, dass das dann damit zu tun hat, dass ihre Familie dann Geld bekommt oder sowas. Oder dass sie selber dann vielleicht ein besseres Leben hat, als in dem Land, wo sie aufgewachsen ist, sowas wie Thailand oder so. Oder China, manche Ecken. Aber gut, ich möchte jetzt auch nicht zu sehr drauf eingehen, aber ihr wisst wahrscheinlich, versteht schon, was ich meine, ne? Aber gut, wir waren dabei, den Patriarchen aufzusuchen. Nun denn, dürfen wir direkt zu ihm? Hey, hey, hey.
Oh, sorry. Mann, haben wir uns alle reingesneakt, ja. Vali ist tot, du Dickerchen. Bist du sicher? Sie sind schon ein sturer kleiner Lügner. Gibt es ein Gegengift? Boah, mit der fetten Axt im Gesicht. Dann flößen wir ihnen eben dieses Gift ein. Es wirkt ja sowieso nicht sofort. Ja, gute Idee. Was? In der Schreibtischschublade? Aha. Warum wollten sie Kate hinrichten lassen? Sie ist doch ihre Tochter. Nichts, ne? Deswegen frage ich ja, sind sie bescheuert oder was? Ja, ganz genau, warum lässt er seine eigene Tochter hinrichten, obwohl er weiß, dass sie eine Halbelfe ist, ne? Warum haben sie dann dafür gesorgt, dass dieses Halbelfen unterdrückt werden? Als ich jung war, hielt auch ich die Unterdrückung der Halbelfen für falsch. Also, die Küche bietet doch Erlösung für alle. Da mein Kind, in dessen Adern doch angeblich dasselbe Blut fließt, nicht altert. Ja, ebenso sind Halbelfen nun mal. Ah. Ich verstehe die Gefühle derer, die sie verfolgen, denn meine Tochter ist eine Halbelfe, sie macht mir Angst. Wenn der Auserwählte stirbt, gehört mir die Küche dem Namen nach und de facto. Eben. Celeste. Ah, ich weiß nicht, ob Celeste jetzt schon erwähnt wurde, aber Celeste ist die Schwester von Zelos. Das heißt, sie würden dann Zelos töten und einfach die Schwester zur nächsten Auserwählten machen. Ob das wirklich funktioniert, weiß ich nicht. Wahrscheinlich könnten sie einfach sagen, sie wär's. Aber im Endeffekt muss man damit wahrscheinlich geboren werden, aber es wäre den Leuten wahrscheinlich egal, ne? Wer anders ist, muss eliminiert werden. Egal wer oder was man ist, wenn man in diese Welt geboren wird, hat man auch das Recht zu leben. Hier schon wieder. Und du verpisst dich natürlich. Scheiße. Du schnappst sie? Okay. Und lass das kleine Kind die einfach verprügeln, wir folgen dem Patriarchen. Aha, das führt direkt hierher. Ah, du willst echt kämpfen. Oh, Colette, was hast du denn vor? Ein Engel ist vom Himmel herabgestiegen. Aha, Spiritur. Zelos hat eine Idee. Seht, eure ketzerischen Taten haben eine Abgesandte von Crucius heraufbeschworen oder herabbeschworen. Dann ist es wirklich, ja, sie ist der Engel des Todes und der Zerstörung. Spiritur ist zurückgekehrt. Oh, oh, oh. Was mache ich denn jetzt? Was ist denn hier los? Keine Angst, mach's mir einfach nach. Oh, heiliger Engel, wie sollten wir mit diesen Kreaturen verfahren? Colette, sag, du wirst sie töten. Ist schon gut, sag es einfach ganz befehlerisch. Sterbt! Oh, Heilige, verschone ihr Leben in meinem Namen. Ich werde deine Gegner besiegen und einmal mehr als Auserwählte die Lehren von Martell verbreiten. Ich flehe dich an. Sag, dass du ihn vergibst. Okay, ich vergebe euch. Der Engel hat den Auserwählten als den wahren heiligen Willen der Kirche bestätigt. Geht jetzt und nehmt meine Feinde, den Patriarchen und seine Leibgarde gefangen. Und hebt sofort den Suchbefehl für den Auserwählten und seine Gefährten auf. Ja, wo ist Sir? Leute, tut, was der Auserwählte befehlt. Sehr nice. Das heißt, jetzt glauben die Leute wieder an uns, hä? Sehr gut eingefädelt, Zelos. Die Legende von Spiritur, ne? Keine Ahnung, wenn ihr genaueres wissen wollt, müsst ihr die Bücher in der Küche lesen oder so. Jedenfalls ist Spiritur berühmt dafür, dass sie einen König erschlug, der sich des Auserwählten entledigen wollte. Klingt ein bisschen wie das, was gerade abgeht. Ja schon, ne? Soll das heißen, dass sie uns nicht mehr verfolgen werden? Der Geschick stellt ebenfalls kein Problem mehr dar, bleibt nur noch seine Majestät. Wir müssen ihm sagen, dass er vergiftet wurde. Yay! Gut, dass Colette sowas getriggert hat und dass Zelos so schnell reagiert hat, ne? Manchmal ist Zelos eben doch für irgendwas gut. Ich tue immer was. Lass uns zu seiner Majestät. Ich weiß nichts über die Wiederkehr von Spiritur, aber mein Vater ist krank. Mein Vater wollte doch nur Tepe Alave schützen. Wisst ihr, dass seine Majestät vom Patriarch vergiftet wurde? Wir müssen uns beeilen und das Gegengift verabreichen. Bitte geht zur Seite. Na dann mach mal. Das ging aber fix. Vater!
Er scheint ihr Bewusstsein wieder zu erlangen. Euer Majestät, erkennt ihr mich? Der Verräter Selvus. Schon wieder Verräter. Ja gut, weil die Kirche uns erfolgt, ne? Also, der Patriarch hat uns in die Pfanne gehauen. Wir haben nicht die Absicht, Tethiala Schaden zuzufügen. Selbst wenn die königliche Familie an ihm zweifelt, selbst die Kirche, die Garde und die Bürger werden sich auf Selvus Seite schlagen. Schließlich werden wir von der Wiederkehr von Spiritur legitimiert. Was wollt ihr? Wir möchten die Dokumente über den Helden Mythos und den Kalan-Krieg sehen, die von der königlichen Familie aufbewahrt werden. Okay, danke. Kommt nicht wieder vor mein Angesicht, ich bin müde, ich will nichts mehr mit den Machtkämpfen der Kirche zu tun haben. Alles klar. Er hat keinen Bock mehr auf das Ganze. Ich kann ihn irgendwo verstehen, ich meine, er kommt gerade von einer schweren Krankheit, er ist wahrscheinlich auch ein bisschen alt. Und wenn die Kirche ihn die ganze Zeit therapiert, ich meine, irgendwann ist auch mal gut, ne? So, schauen wir mal, wäre das dann hier? Ne, hier ist das Gästezimmer. Wo ist das Zimmer im zweiten Stock mit dem Archiv? Es ist vielleicht hier drüben? Ich bin gerade wirklich... Nee, hier auch nicht. Da muss ich mal rechts vorbei. Im zweiten Stock, hat er gesagt, ne? Dann ist es hier drüben wahrscheinlich. Ja, dann muss es diese Tür sein. Und zwar genau hier. Na, das wirkt doch schon mal gut. Yes. Okay, nehmen wir uns die Bücher vor. Jeder liest so schnell, wie er kann. Regal, ich glaube, Regal hat da ein bisschen ein Problem. Mehr als den Namen des Bandes kann er nicht herausfinden. Also, Jokes on you, aber der ist ja irgendwie ein bisschen sinnlos, ne? Aber werden wir was finden? Es hat keinen Zweck. Es kann doch nicht sein, dass wir all das hier durchsucht haben und es immer noch nicht gefunden haben. Ich werde nicht aufgeben, es muss möglich sein. Aber wenn wir aufhören, dann stirbst du. Oh fuck. Coletto. Und dieses eine Buch, was hier runterkommt, ha? Das ist doch Engelsprache, Elfenzeichen. Das könnte es sein. Ja, ich hätte nicht erwartet, dieses Buch auf diese Weise zu finden. Ja. Colettos Ungeschicklichkeit scheint ein Geschenk der Götter zu sein. Na, was steht da? Moment. Um eine Erosion, des Crucius-Kristalls zu verhindern, werden ein Mana-Fragment und Zirconium durch Boltzmanns Verfahren verschmolzen, um eine Runenfassung herzustellen. In die Fassung gelegte Fasern des Mana-Blattkrauts schützen gegen die Kristallisierung, welche die Krankheit verursacht. Der Rest ist nur Theorie. Wir brauchen also ein Mana-Fragment, Zirconium und das Horn eines Einhorns, ja? Und Mana-Blattkraut. Dann müssen wir eine sogenannte Runenfassung herstellen und diese auf der Schutzfassung anbringen, um die Aktivität des Kristalls zu unterdrücken. Wer soll sie herstellen? Ja, wahrscheinlich ein Zwerg, ne? Was geschieht mit Colettes Körper? Der Zustand heißt chronisches Angelus Crystallus Enofixium, genau wie Altessas Diagnose. Es ist eine Krankheit, die den gesamten Körper in einen Crucius-Kristall verwandelt. Aber wir haben nicht viel Zeit. Hier steht, dass die Kristallisierung der Epidermis Anna innerhalb weniger Monate beginnt. Und in den Endphasen wird der Körper vollständig kristallisiert. Die Organe kristallisieren sich nach der Haut und dann schließlich stirbt das Opfer. Es hilft wohl nichts, um den heißen Brei umzureden. Ja, genau. Dann beeilen wir uns, süße Mädels verdienen ein langes Leben. Ja, wo bekommen wir die denn her? Mein Unternehmen hat mal mit Zirconium gehandelt. Im Lazareno-Hauptgebäude finden wir vielleicht noch Informationen darüber und über den Lagerort. Mana-Blattkraut findet man vermutlich in Heimdall. Heimdall ist die Stadt der Elfen, ne? Genau. Ja, ich glaube, ich habe den Namen dieser Pflanze als Kind schon einmal gehört. Aber die Bewohner von Heimdall lassen keine Nicht-Elfen in ihre Stadt. Warum? Anscheinend gab es vor langer Zeit einmal Streit zwischen ihnen und einigen Menschen. Heutzutage kommt niemand ohne Genehmigung des Königs von Tethiala in den Ort hinein. Ob der König uns wohl eine Genehmigung gibt? Wer weiß, er scheint mich ja nicht sehen zu wollen. Wir könnten Prinzessin Hilda fragen. Also angenommen, wir kriegen das Mana-Blattkraut. Wie kommen wir an ein Mana-Fragment? Was ist das überhaupt? Keine Ahnung. In den Schriften der Kirche von Mattel heißt es an einer Stelle, das enorme Mana des großen Mutterlandes Dareth Garland regnete in Fragmenten auf die Erde herab und erschuf alles lebende Dinge. Alle lebenden Dinge. Wenn die das sogar geschrieben haben, dann heißt das anscheinend wirklich, dass wir nach Dareth Garland müssen, wo anscheinend sehr viele Halbelfen leben, ne?
Das ist das Hauptquartier des Feindes. Heben wir uns das für später auf. Erst gehen wir nach Heimweil oder Lesareno Gesellschaft in Altamira. Ganz genau, wir haben jetzt also drei Aufgaben vor uns, ne? Wieder mal, die Reihenfolge ist wieder mal nur am Ende wichtig. Am Ende müssen wir auf jeden Fall nach Darius Carlan. Also zum Feind. Ist die Frage, wie wir da hinkommen. Aber vorher müssen wir zu Lesareno und nach Heimdall. Das wird wohl auch interessant. Ja, wir müssen nach Heimdall, bitte. Ein Passierschein ausstellen? Wenn du darauf bestehst, frage ich Vater. Okay, anscheinend hat sie doch was für ihn übrig, ne? Heimdall ist außer Elfen niemandem freundlich gesonnen. Ich weiß nicht, ob sie uns Mana-Blattkraut geben werden. Wir werden sie schon irgendwie überzeugen. Und wenn wir Waffen benutzen müssen gegen Elfen, wird interessant, dann sehen wir also endlich richtige Elfen, ja? Ha. Danke. Wo liegt Heimdall überhaupt? Der Turm des Heils steht im Zentrum der Erde, oder? Heimdall liegt südlich davon. Es ist, soviel ich weiß, vom Ymir-Wald umgeben. Okay. Dann haben wir auf jeden Fall was zu tun. Wir müssen zum Ymir-Wald. Ich würde aber gerne erst zur Lesareno-Gesellschaft gehen, weil das können wir im heutigen Part noch machen. Das ist nicht so lang. Aber der Weg zum Dorf der Helfen, nach Heimdall, das dauert ein bisschen länger. Und da gibt es auch eine Menge zu tun. Deswegen machen wir lieber erst die kurze Quest. Und bevor wir überhaupt... Nee, eigentlich ist es okay. Ich habe gerade überlegt, eigentlich könnten wir bezüglich einer Waffe zum Schmieden noch woanders hingehen. Aber nee, und außerdem, wenn ich schon dabei bin, kann ich auch mal die Leute neu einrichten. Hier Aquaschienen und Runengewand. Intelligenz, dann kriegt das eher dieser Kleine hier. Und schauen wir mal deine neue Waffe. Da deutlich wieder mehr Angriff und nur eins Intelligenz. Das ist so, so, so lachhaft schon inzwischen, ne? Wirklich lachhaft. Ich glaube, du hast gehabt. Für dich gab es keine Waffe leider. Aber wir haben für dich auch noch eine Minazuki. Ja, nimm ruhig 4 Punkte. Ja, doch, ist okay. Und ein neues Band. Ja. Wir haben heute ein bisschen Zeit, ne? Dann habe ich genau dir wollte ich das Ding nochmal wegnehmen. Das heißt, erstmal würde ich gerne Zellos. Ja, nimm mal kurz die Mithril-Rüstung. Dann kannst du gucken, ob die er jetzt abgelegt hat. Nee, dann entfernen wir das mal kurz. Das macht halt wirklich mehr Sinn, ne? Wenn ich schon 10 Punkte Intelligenz kriege, dann würde ich die doch lieber ihm geben. Und du nimmst den Brustpanzer? Nee, das hier, Mithril-Rüstung nimmst du. Dann haben wir noch für dich ein neues Schwert. Das sieht halt auch ganz cool aus, ne? Finde ich zumindest mit der unsichtbaren Substanz. Und wir haben ein neues Schild für dich, das Runenschild. Ziemlich cool, ich mag das vom Design her. Himmelschwert und Runenschild. Klingt ziemlich nice. Und ja, Ausrüstung kannst du auch nochmal ändern. Wenn ich schon dabei bin, ne? Ich würde sagen, ich gebe Zellos dann sogar den anderen Ring. Den Smaragdring. Weniger TP für Zellos. Das heißt, weil ich meine, Zellos kann im Endeffekt 6 Hits und dann 3 Spezialattacken. Das heißt, er wird eigentlich auch gerne rausbauen, vor allem wenn Nummer 2 ihn spielt. Und dann kann er dieses Item auf jeden Fall nutzen. Es ist nicht ganz so cool, wie was ich mit Lloyd hatte oder habe, den Feenring. 50% ist halt besser als 30% sparen. Aber sparen ist sparen. Aber gut, wir müssen zur Lesareno-Gesellschaft. Das heißt, wir reden wahrscheinlich direkt wieder mit Regals Butler. Und ein bisschen wie Batman, ne? Also wirklich so ein bisschen. Und checken mal, ob wir etwas über Zirconium erfahren können. Zirconium sind ja gute Waffen in Luffy 1 gewesen, bin ich der Meinung. Aber naja, ist auch schon wieder lange her, Luffy 1. Büro des Präsidenten. Könnten vielleicht... Nee, zu Elisha können wir nicht, wir haben den Kristall ja zerstört. Hey, hey, hey. Aber jemand hat versucht, in die versiegelte Exfil-Mine einzudringen. Wir glauben, dass es Walis Werk war. So scheint es, aber wir können sicher sein, dass er solche Probleme nicht mehr geben wird. Wally ist tot. Alles ausgerückte Licher-Tode durch Riga und Presea gerecht. Verstehe, das sind gute Nachrichten. Sind Sie hier, um mich darüber zu informieren? Nein, ich habe etwas zu erledigen. Ich möchte mit der Aufzeichnung zu den letzten Minenoperationen anschauen. Bitte öffnen Sie die Tür zum Archiv. Okay, Raum des Archivs im ersten Stock. Ich verstehe, danke schön. Dann würde ich sagen, schauen wir doch einfach mal nach dem guten Zeug. Das letzte Zirconium-Transport war... What the fuck? Du schon wieder? Willst du wieder einen aufs Maul oder was? Da
Warte, ja, ich ist weg. Vali ist tot. Warum stellst du dich uns noch in den Weg? Natürlich, es ist deine Schuld, dass meine Eltern und zahllose Bewohner unseres Dorfes sterben mussten. Und dass unser Oberhaupt seit 10 Jahren im Koma liegt. Oh shit. Und du denkst, mit deiner Entschuldigung ist es getan. Ich werde dir niemals vergeben. Ja? Das schon wieder, ja? Ja genau, das verzeihen wir dir nicht. Ich bin die, die du hast. Wir sollten ein Duell austragen, so wie es unsere Regeln vorschreiben. Glaubst du wirklich, du kannst mich allein besiegen? Einzelkampf zwischen China und Kuchinawa, ja? Wenn ich China übernehme, ist das möglich. Hier kämpfen? Auf der Insel der Entscheidung. Ja klar. Ich werde dich auf der Insel der Entscheidung erwarten. Ja, das brauchen wir noch. Das ist das Pfand, damit du gegen mich kämpfen wirst. Colette könnte sterben, wenn du es uns nicht gibst. Ich gebe dir das stattdessen. Oh, Corinnes Andenken gibst du ihm? Na, dann musst du auf jeden Fall hin. Weil das würde sie ja wohl kaum liegen lassen, ne? Erscheinst du nicht, werde ich diese Glocke zerstören. Aber wir haben gar kein Datum. Wie lange willst du denn warten? Ja. Okay, alles, was sie tun muss, ist ihn zu besiegen. Übrigens, ich glaube, in dem Kampf kann man noch keine Items nehmen. Das ist also ein ganz schöner Boss. Aber ist optional. Ihr müsst das nicht machen. Aber ich werde es tun. Ich darf schon belegen, dass die letzte Fuhre an das Königliche Forschungsinstitut in Cybeck ging. Okay, das heißt, wir holen uns Zirconium in Cybeck. Nur schon wieder. Sie wird nicht mehr weglaufen, verdammt. Willst du nicht, dass sie gegen Kuchinawa kämpft, oder was? Ich meine, Zelos ist ja gerade ziemlich am Grübeln. Hat er Angst, dass sie stirbt? Ah, wer weiß. Wer weiß. Aber gut, vielleicht hat er wirklich was für die Großbusige. Ja, natürlich hat er was für die Großbusige übrig. Aber ich denke, das ist auch ein wunderbarer Punkt, um einen Schnitt zu machen. Weiter geht's dann also definitiv beim nächsten Mal in Let's Play Tales of Symphonia. Ich bin Sian und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und bis dahin.